Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bertmann und ich bin Ihr Lenormand Coach. Wir widmen uns heute der Karte Sterne. Über die Sterne haben wir zumindest hier auf meinem Kanal noch gar nicht so viel gesprochen. Natürlich haben wir schon einige Male mit den Sternen kombiniert, aber sie eben noch nicht gesondert betrachtet und das möchte ich heute nachholen. Mir geht es aber vorrangig darum, nicht nur die Bedeutungen der Sterne aufzuführen, denn die lassen sich zum Beispiel auch in meinen Büchern nachlesen oder in anderen Quellen. Mir geht es vielmehr darum, dass wir die Sterne kombinieren und somit die einzelnen Bedeutungsfacetten noch besser verstehen. Und deswegen sehen Sie hier auch schon einige Lenormand-Karten aufgereiht, die dann gleich als Kombination folgen werden. Und natürlich wie immer mit ausführlicher Erklärung, sodass Ihnen wirklich klar wird, warum oder was diese Kombination genau bedeutet. Bevor wir uns die Grundbedeutungen der Sterne ansehen, sei natürlich erwähnt, dass die Sterne zu den positiven Karten zählen und sogar eine der positivsten Karten im ganzen Lenormand überhaupt sind. Ich habe einmal ein Video gemacht, das sehen Sie hier oben verlinkt, zu den Glückskarten. Und diese sollten Sie sich unbedingt ansehen, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wieso die Hierarchie des Glücks im Lenormand in den einzelnen Symbolen angeordnet ist. Nun aber zu den essentiellen Bedeutungen dieser Karte. Allen voran die Klarheit, die Klärung. Ich denke, diese Begriffe sollten Ihnen auf jeden Fall bekannt sein, wenn Sie schon mal einen Blick auf die Sterne geworfen haben. Apropos Blick, der Durchblick, das ist auch ein schönes Wort, das immer sehr passend ist bei den Sternen. Aber ganz im Gegensatz dazu gibt es eben auch den Wunschtraum. Also man erkennt nicht etwas, was in der Realität stattfindet, sondern träumt von etwas. Und diese Träumerei, dieser Wunschtraum, dieses Schwelgen vielleicht auch in Visionen, in Fantasien, ist ein großer Bestandteil der Sterne. Spiritualität ist natürlich einer der essentiellen Begriffe, wenn es darum geht, die Sterne als Themenkarte zu verwenden. Darauf möchte ich aber jetzt nicht näher eingehen, das behandeln wir in anderen Bereichen. Wichtig bei den Sternen ist auch noch die Energie und die Schwingung. All das, was man eben nicht so wirklich erklären, aber spüren kann. Man spricht ja heutzutage auch vom Vibe. Und das ist der Inbegriff der Sterne. Aber eben auch Gelingen und Glück, Erfüllung, alles, was eben für die ganz großen Glücksgefühle sorgt. Also da ist bei den Sternen eben auch kein Maximum gegeben. Es kann alles passieren, es ist alles möglich. Wir sprechen dann eben auch von einer Fülle. Das ist auch eine Grundbedeutung der Sterne. Und Fülle daraus abgeleitet, viel. Ja, also viel kommt ja von Fülle. Erst muss mal ganz viel im Raum vorhanden sein. Ja, also eben eine Fülle muss gegeben sein. Und daraus leitet sich dann eben so ein kleines Adjektiv wie viel ab. Das werden wir gleich noch in den Kombinationen sehen. Das ist nämlich äußerst nützlich. Es gibt ja dazu im Gegensatz auch eine Karte, die wenig anzeigt. Jetzt überlegen Sie doch mal kurz, welche das sein könnte. Welche Karte steht im Vergleich dazu für das Wenige? Das ist nämlich der Klee. Der Klee zeigt an, es gibt eben nur so ein kleines Stück von der Torte, so ein paar Bröselchen. Ja, von denen man niemals satt wird. So, die Sterne, die umfassen immerhin alles. Und somit könnte man jetzt auch den ganzen Kuchen futtern. Also wie gesagt, mit den Sternen gibt es keine Grenzen. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen greifen und somit können wir mit den Sternen Erfahrungen sammeln, die diesseits unserer materiellen Welt liegen und irgendwo da draußen aus dem unendlich weiten Universum stammen. Ganz egal, was es sein mag, ist es vielleicht eine Eingebung, eine Engelserfahrung oder irgendein Erweckungserlebnis. All das ist mit den Sternen möglich. An dieser Stelle möchte ich auch einen Schlusspunkt setzen, was die Bedeutungen der Sterne angeht. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, ich sage jetzt mal eher Randbedeutungen, die nicht so im Fokus dieser Karte stehen und eher selten gebraucht werden. Wir konzentrieren uns jetzt hier eben auf das Wesentliche.
Deswegen kommen wir jetzt zu wichtigen Kombinationen mit den Sternen. Und Sie werden aber auch sehen, es sind ganz außergewöhnliche Kombinationen und Aussagen dabei, die vielleicht nicht immer sofort auf der Hand liegen, aber die trotzdem bemerkenswert sind. Und diese Kombinationen sollten Sie sich vielleicht wirklich notieren, damit Sie sich sie immer wieder ins Bewusstsein rufen können, denn Sie werden definitiv irgendwann davon Gebrauch machen in Ihren Deutungen. Und allen voran die schönste Kombination überhaupt, Sterne und Mond. Schauen Sie sich mal dieses Traumpaket an. Ich liebe die Kombination dieser beiden Karten, die natürlich schon farblich perfekt miteinander harmonieren. Aber sie sind eben auch inhaltlich sehr stark miteinander verbunden. Denn beide Karten haben ein sehr ätherisches Wesen. Und bei beiden Karten geht es eben um einen universellen Bezug. Also, beide Karten haben eine natürliche Verbindung zu spirituellen Themen. Daraus entsteht ein Begriff wie die Hellfühligkeit. Man könnte auch starke Intuition dazu sagen. Übrigens, alle Kombinationen, die ich heute vorstelle, beinhalten noch viel mehr Aussagemöglichkeiten. Ich möchte aber nicht den Rahmen sprengen und mich deswegen jeweils auf eine Einzelaussage, vielleicht auch zwei, konzentrieren, die das Wesentliche dieser Kombination abbildet. Und darüber hinaus werden wir natürlich auch weiterhin mit den Sternen immer wieder kombinieren und Sie werden immer wieder auch vielseitige Deutungsmöglichkeiten dieser Karte kennenlernen. Kommen wir jetzt zu der Kombination mit dem Berg. Da möchte ich eine Aussage erwähnen, die man eben auch gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber aus meiner Sicht unglaublich bedeutsam ist. Und dazu stellen wir uns am besten vor, dass der Berg sich vor die Sterne schiebt, sodass die Sterne vielleicht gar nicht so gut sichtbar sind, weil eben der Berg die Sicht verhindert. Und damit verhindert er auch die Wahrnehmung. Also, man ist nicht bereit, etwas zu realisieren. Man will etwas nicht wahrhaben und schwebt weiter in seiner Traumwelt. Die Blockade bildet eben der Berg. Das ist aus meiner Sicht eine unglaublich wichtige Kombination, die man sich unbedingt merken sollte. Wandern wir weiter zum Reiter. Sterne und Reiter. Hier würde ich jetzt mal auch davon ausgehen, dass der Reiter sich eher von den Sternen wegbewegt. Warum? Der Reiter kann ansonsten eine Botenkarte sein. Über Botenkarten haben wir schon so viel gesprochen, das tun wir heute nicht. Zu der Funktion der Botenkarten gibt es sehr, sehr viel Material, übrigens auch auf meinem Lenormand-Blog, auf dem ich seit 13 Jahren kontinuierlich neue Beiträge bereitstelle, die prall gefüllt sind mit Wissen, was nochmal weit über das hinausgeht, was ich in meinen Büchern geschrieben habe oder was ich auch hier auf meinem Kanal veröffentliche. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in meinen Blog zu werfen, der nochmal so ein kleines Paralleluniversum, also ein Lenormand-Paralleluniversum für sich ist. So, wir kommen eben zu Sterne und Reiter und sprechen da von ganz viel Aktivität und viel Energie. Jetzt kommt dieser Begriff viel ins Spiel. Und wir haben also von etwas eine große Menge zur Verfügung. Und in dem Fall trifft es eben beim Reiter auf die Energie, auf die Aktion, auf die Aktivität, was auch bedeuten kann, dass sich viel tut oder gerade viel im Gange ist, dass sich vielleicht sogar auch die Ereignisse überschlagen. Es kommt so eins zum anderen und da reihen sich wirklich so die Ereignisse und die Entwicklungen nahtlos aneinander. Und gerade eben waren wir schon bei diesem kleinen Wörtchen viel, also im Sinne einer Quantität. Und das werden wir jetzt gleich nochmal gebrauchen, wenn wir uns nämlich Routen und Sterne anschauen. Dann kommt uns zwar als erstes ein ganz klassischer Begriff in den Kopf, nämlich die klärenden Gespräche. Ist auch vollkommen richtig und in vielen Situationen anwendbar. Es können aber auch viele Gespräche sein. Ja, also nicht klärende Gespräche, sondern viele Gespräche. Achtung, nicht viele klärende Gespräche. Das ist jetzt ganz wichtig auseinanderzuhalten. Denn viele klärende Gespräche wäre doppelt gemoppelt. Zwei Bedeutungen einer Karte, in dem Fall viel und klärend,
dürfen nie innerhalb einer Aussage gleichzeitig angewendet werden. Das ist ein ganz großer Deutungsfehler, der leider auch von Fortgeschrittenen viel zu häufig gemacht wird. Also eine Karte kann immer nur eine ihrer Bedeutungen ausspielen, die dann mit der Bedeutung einer anderen Karte miteinander verknüpft wird. In unserem Fall bedeutet das eben, entweder geht es darum, Klartext zu sprechen, also die klärenden Gespräche, Ruten und Sterne, oder viele Gespräche zu haben, eben auch Ruten und Sterne. Und da kommt jetzt eben diese Quantität zum Tragen. Es gibt jede Menge Gesprächsbedarf oder eben auch Diskussionen, mitunter auch, wenn es extrem wird, Streitfälle. Aber davon dürfen wir jetzt bei den Routen nicht immer ausgehen. Es fängt alles erst einmal an beim Gespräch und kann natürlich im Ernstfall auch im Streit münden, aber das muss es nicht. Für mich sind die Routen eben auch eine Kommunikationskarte und da geht man eben erstmal von einem vernünftigen Gespräch aus. So, aber was mir jetzt eben wichtig war, ist nochmal diese Unterscheidung, dass wir nicht sagen, viele klärende Gespräche, weil damit haben wir eben Bedeutungen einer Karte doppelt gemoppelt und sie gleichzeitig angewendet und da sind wir definitiv auf dem Holzweg. Also es ist einer der ganz, ganz, ganz großen Fehler, die man überhaupt nur begehen kann, wenn man die Karten deutet. So, jetzt aber weg davon. Jetzt kommen wir nämlich zum Kind mit den Sternen. Und das ist ganz kurz gesagt eine glückliche Fügung. Ich finde es eine Traumkombination, die aber nicht auf Anhieb so aus sich selbst herausspricht. Man muss da schon so ein bisschen drüber nachdenken, wie kommt es jetzt dazu, glückliche Fügung? Nämlich einmal haben wir hier die Chance, die kommt hier aus den Bedeutungen des Kindes heraus und kombiniert mit dem Glück, also ganz klar, Sterne sind eine Glückskarte, vorher schon erwähnt. Also Chance plus Glück bedeutet eine glückliche Fügung. Ganz einfach, aber vielleicht hat man diese Aussage nicht immer so auf dem Schirm. Jetzt wandern wir weiter zu Sterne und Ringen. Da denkt man natürlich an eine Traumbeziehung, also die höchste Erfüllung auf partnerschaftlicher Ebene. Kann sein, muss es aber nicht. Denn diese Kombi kann auch in und außerhalb von Partnerschaften für klare Verhältnisse stehen. Also wenn wir nicht nur an Beziehungen, sondern auch an andere Verbindungen denken, geht es ja oftmals um die Bereinigung von Differenzen und unterschiedlichen Vorstellungen. Da sind wir übrigens wieder beim Thema Routen, ne? Gespräche, Diskussionen, so. Und mit dieser Kombination eben aus dem Ring und den Sternen ist angezeigt, dass es darum geht, klare Verhältnisse zu schaffen oder dass es überhaupt möglich ist, klare Verhältnisse zu schaffen. Nicht immer sind ja dafür die Voraussetzungen gegeben. Und das ist jetzt eben so eine bisschen so eine Wendung in dieser Bedeutung, die man ansonsten immer so im Kopf hat, wenn man Sterne und Ring sieht, weil man eben wirklich automatisch daran denkt, oh, da geht irgendein Beziehungswunsch in Erfüllung oder es kommt die Traumbeziehung schlechthin. Nein, das muss es eben nicht sein, gerade wenn wir uns nicht im Themenfeld Liebe und Beziehung bewegen, dann muss es ja eben auch noch eine andere Bedeutungsmöglichkeit geben, zum Beispiel wenn wir von beruflichen Inhalten sprechen und dann geht es eben um die klaren Verhältnisse. So, jetzt wandern wir weiter zu Anker und Sterne. Natürlich können wir jetzt hier auch von der Möglichkeit sprechen, beruflich erfüllt oder glücklich zu sein. Alles völlig legitim und richtig. Aber wir wollen ja immer so ein bisschen neben rausgehen und uns nicht nur die einfachsten Bedeutungen herauspicken, weil das kann jeder von Ihnen auch selbst, ne? Und jetzt bin ich aber auch dazu da, Ihnen so ein paar andere Perspektiven aufzuzeigen und eben andere Deutungsmöglichkeiten anzubieten, die so über dieses Schema F hinausgehen. Und da haben wir jetzt wieder eine Vorliegen bei Anker und Sterne, nämlich beim Anker geht es ja nicht nur um Arbeit, sondern auch um Manifestation. Also der Anker ist ja immer eine Karte, die etwas realisieren, etwas umsetzen möchte. Somit geht es mit den Sternen darum, sich einen Wunsch zu manifestieren. Das kann man natürlich besonders schön hier mit Hilfe des Universums, aber eben sich auch darüber hinaus einen Traum, ne, das ist ja auch eine der Grundbedeutungen der Sterne, zu erfüllen.
Ja, allem voran steht da natürlich eine gewisse Arbeit, ein gewisser Aufwand, denn es fällt einem nicht unbedingt in Schoß, auch wenn man bei den Sternen immer denkt, da ist irgendwie das Füllhorn offen und alles kommt so von selbst. Nee, es kann durchaus sein, dass man eben hier auch für seinen Traum hart arbeiten muss. Und die Bedeutung, dass dieser Traum oder dieser Wunsch sich manifestiert, ist eben in diesen beiden Karten angelegt. Jetzt haben wir noch einen letzten Kandidaten, nämlich hier das Kreuz. Und ich liebe diese Kombination aus Sterne und Kreuz, weil sie so ein unglaublich massives Gewicht hat für die Legung. Also wenn diese beiden Karten zusammentreffen in ihrer Legung, sei es jetzt in der Universallegung, in der Minilegung, in der großen Tafel, bitte ein Augenmerk darauf legen. Denn mit dieser Kombi wird eines offenbart. Es geht um die absolute Wahrheit und Klarheit. Wahrheit, Klarheit finden wir bei den Sternen. Und das Kreuz in seiner Eigenschaft legt ja immer überall noch eins obendrauf. Da ist es ja nicht getan, dass es hier einfach irgendwo um eine Sache geht. Da wird das Ganze immer noch etwas erhöht und potenziert durch das Kreuz, egal um was es sich handelt. Also sprechen wir von etwas Absolutem. Ja, von, also endgültig finde ich jetzt einen sehr harten Begriff, kann aber auch sein, ne? So die endgültige Klarheit, das klingt immer so ein bisschen nach Endzeitstimmung. Das muss es nicht sein. Ich finde, absolut ist jetzt ein schönerer Begriff, weil es kann ja auch im positiven Sinne so eine Riesenbereicherung oder auch ein Geschenk sein, dass man die absolute Wahrheit erfährt. Und parallel dazu könnte man auch von einem vollen Durchblick sprechen. Also man ist Herr der Lage, man checkt sozusagen die komplette Situation voll ab und hat vielleicht auch eine blitzklare Erkenntnis. Also es ist immer alles gestochen scharf, was mit Sterne und Kreuz passiert. Und da bleiben keine Fragen und Zweifel mehr offen. Und deswegen ist diese Kombination so unglaublich gewichtig und bedeutsam. Wir werden demnächst fleißig weiter kombinieren, wie zum Beispiel in meinem Lenormand-Quiz, wo Sie selbst mitspielen und mitüben können. Damit ich für meinen Kanal weiter viele Videos mit lehrreichen Inhalten produzieren kann, benötige ich Ihre Unterstützung. Abonnieren Sie meine Videos, schenken Sie mir ein Like oder auch ein Dankeschön in den Kommentaren. Ihr Zuspruch bedeutet mir sehr viel für meine Arbeit.